befinden uns hier auf der Schwenninger Straße, sogenannte Schwenninger Steige, Anbindung zu der L173. Wir wurden alarmiert mit dem Stichwort Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Als die ersten Kräfte hier eingetroffen sind, zwei PKWs frontal zusammen. Ein PKW steht im Seitengraben, einer noch auf der Fahrbahn. Keine Person beim Eintreffen der Feuerwehr mehr eingeklemmt. Es gab einen Leichtverletzten sowie eine schwerverletzte Person. Von der Feuerwehr wurde Brandschutz sichergestellt sowie auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und den Rettungsdienst unterstützt und ausleuchtende Einsatzstelle zur Unfallaufnahme. Wir warten jetzt noch, bis der Verkehrszug aus Zimmern kommt und hier die genaue Unfallursache feststellen kann. Und die Einsatzkräfte bleiben hier so lange vor Ort und leuchten die Einsatzstelle aus und sperren die Fahrbahn ab. Ist außerhalb hier vom Stadtgebiet Villingen-Schwenningen, man muss aufpassen, wir haben hier zurzeit starke Schneeverwehungen, dass man hier nicht in ein Schneefeld reinkommt, aber die Anfahrt war hier problemlos. Ja, für die Einsatzkräfte ist es ein kühl hier, hier geht ein harter Wind, aber mit Einsatzkleidung, dann können sie halt ins Fahrzeug so lang sitzen und sich aufwärmen, bis der Verkehrszug aus Zimmern eintrifft.